Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Yay, endlich wieder. Ich habe heute für dich die Rossmann Schön für mich Box aus dem Monat Juni. Und zwar hat die liebe Nicole mich angeschrieben und gesagt, wunder dich nicht Claudi, da kommt bald eine Box auf dich zu. Also ich bin sehr gespannt, was wir hier drin haben. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst vielen, vielen Dank an die liebe Nicole. Das ist so geil. Ich freue mich da richtig drüber. Normalerweise ist es so, dass man halt bei so einem Gewinnspiel teilnehmen muss. Und ich muss wirklich sagen, ich habe einfach kein Glück dabei. Ich mache jedes Mal mit, habe aber noch gar nicht gewonnen. Die ganzen Boxen, die ich bislang vorgestellt habe, habe ich tatsächlich durch euch, durch Zuschauer bekommen, weil mir dann Codes weitergegeben wurden. Oder so wie jetzt einfach die Box zu geschickt wird. Denn sobald man den Code bekommt, kann man für 5 Euro diese Box bestellen. Und hier sind einfach so coole Produkte aus dem Rossmann-Sortiment drin enthalten. Ich bin wirklich gespannt, weil ich wollte eigentlich heute auch eine Rossmann-Bestellung mal wieder aufgeben. Und dann schauen wir mal, ob wir hier auch ein paar Neuheiten drin finden, die ich vielleicht jetzt gerade sowieso kaufen wollte. Wie gesagt, 5 Euro, mega krass. Ich habe den Deckel jetzt einfach mal entfernt und dann schauen wir rein. Wir haben, wie bei klassischen Beauty-Boxen auch, hier dieses Seidenpapier mit einem Seidenschleifchen und mit einem Klebi. Und falls dich interessiert, wie ich diesen Look gezaubert habe, ich mache das jetzt so, dass ich auf meinem Zweitkanal, Claudis bunte Welt, diese Looks auch immer mitschminke. Also wenn das halt einfach nur so, ich schmink mich für Videodreh oder ich schmink mich für, keine Ahnung, was der Tag so bringt, mache, dann sind das halt auch relativ kurze Videos und die könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Ich verlinke euch meinen Kanal natürlich in der Endcard und auch in der Infobox, ne? Denn ich habe jetzt 2 Kanäle, das ist so aufregend, Leute. Okay, hier haben wir dann einmal den Blick in die Box und dann bin ich einfach mal aufgeregt. Das erste, was hier drin ist, habe ich auch tatsächlich schon in meinem Warenkorb drin gehabt. Witzig, King's Crown Eistee Pfirsich, richtig cool. Den kannst du nämlich kalt zubereiten und das freut mich gerade, weil das ist halt so, ne? Das wollte ich mir so oder so kaufen. Ich habe jetzt aktuell einen von der Konkurrenz, von DM in Einsatz, der sehr minzig schmeckt. Aber auch sehr, sehr lecker ist. Und der wird dann hier in meiner jetzt neu entstandenen Teeküche auch einziehen, sodass ich mir hier oben dann auch immer schön Getränke machen kann. Richtig cool. Dann haben wir Fensterputzen, ist was für Leute mit hübschen Nachbarn. Das macht mein Freund tatsächlich. Der ist hier für Fensterputzen zuständig. Einfach eine Karte mit dabei, finde ich auch ziemlich cool. Dann haben wir so ein kleines Rossmann-Magazin. Da hast du auch noch zusätzliche Codes mit am Start. Knabberkram, Exotic. Mango, Banane, Mandel, Cashew, Kokosnuss. Hört sich super lecker und super sommerlich an. Das werde ich auf jeden Fall snacken und ausprobieren. Ist auch sehr wahrscheinlich etwas gesünder, als wenn ich mir jetzt eine Schoki oder eine Tüte Chips aufmachen würde. Deswegen finde ich das cool. Und Nüsse sind ja wirklich super gesund, ne? Von Isana habe ich hier ein neues Produkt. Bye Bye Hair. Vorbereitendes Zuckeröl-Peeling mit Pfirsichkernöl. Aha. Also quasi bevor du deine, also bevor du dich rasierst. Man soll sich sowieso vorher rasieren und nicht danach, weil das habe ich mal mit einem Salzpeeling gemacht und das tat ein bisschen weh. Ich dachte, meine Mumu fällt ab, ernsthaft. Aber ja, das machst du dann halt vorher, dann rasierst du dich und dann ist besser. Bereitet die Haut perfekt auf die anstehende Rasur vor und erzielt in Kombination mit den Produkten aus der Bye Bye Hair Serie das perfekte Rasurergebnis. Die Haut wird durch die Zuckerpartikel sanft und effektiv gepeelt, ohne sie dabei auszutrocknen. Durch eine regelmäßige Anwendung kann dem oberflächlichen Einwachsen von einzelnen Körperhaaren vorgebeugt werden. Oder, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne auch mal bei diesem Video vorbeischauen, denn da habe ich euch mein Kooperationstäschchen mit Dalton vorgestellt. Da habe ich auch eine wundervolle Creme. Ich habe das Täschchen auch hier gerade noch, ne? Tatsächlich. Rein zufällig, ne? Diese Creme hier drin, Sensitive Care, beruhigende Creme Medium. Die ist auch super als Aftershave-Creme. Muss ich wirklich sagen, seitdem habe ich keine eingewachsenen Härchen mehr. Aber gut, das wird als vorbereitendes Peeling verwendet. Und ich mag, wie gesagt, gerne Zuckeröl-Peelings oder auch Salz-Peelings, ne? So. Sieht auch wirklich gut aus. Ne? Und ich finde auch, dass die Partikel immer ganz gut sind. Pfirsich ist jetzt nicht ganz so mein Duft, aber es wird ausprobiert. Ich habe jetzt aktuell auch noch eins von Isana in Anwendung. Ist ein Cremeöl-Peeling halt, ne? Ist nicht so gut, aber Schach. Genau. Dann habe ich hier Nagellack drin. Habe ich den nicht schon? In der Farbe 13 Forest? Ne, den habe ich noch nicht. Bei Altera Nagellacken muss ich nämlich immer ein bisschen aufpassen. Das macht mir schnell die Nägel gelb, ne? Bio Arganöl ist hier drin, Nagellack, wie gesagt, in der Farbe 13 Forest, ein richtig schönes Waldgrün mit Schimmer. Sowas mag ich. Also finde ich von der Farbe her wundervoll, muss nur ausprobiert werden. Dann habe ich hier sowas drin,
Das sieht ja witzig aus. Das muss ich auch ausprobieren. Von For Your Beauty. Da machst du das halt irgendwie unten um die Haare und dann wurstelst du das hoch und machst dir dann Dutt und dann soll das wunderschön aussehen. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ob das funktioniert bei mir, müssen wir mal gucken. Ne? Aber ich finde die Idee total schön und vor allem, wenn ich, also ich habe ja öfters hier mein Dutt hier hinten, mein Bommel, ne? Das ist einfach drumrum. Das ist schön. Noch mehr dekorative Kosmetik, beziehungsweise im weitesten Sinne von For Your Beauty. Neue weiche Qualität. Deckkraft, Leichtbissmittel. Hatten wir das nicht letztes Mal auch mit drin? Den Make-up Blender ist es hier von Rossmann. Den fand ich nämlich wirklich gut. Also, als wir den das letzte Mal drin hatten, habe ich den auch in Anwendung genommen. Das ist schön. Von San Ozon, ein Abregel. Guck mal, es ist auch gerade wie warm draußen, 29 Grad. Das ist halt super flüssig jetzt quasi gerade. Kühlt und pflegt speziell für sonnengereizte Haut mit konzentrierter Aloe Vera. 1A, Ökotest sehr gut, das finde ich super. Ich hoffe nur, dass es nicht klebrig ist, aber wird auf jeden Fall verwendet werden. Von Altera Natur Kosmetik, Intensivserum mit der Kraft der Fermentation mit Bio-Reiswasser für jede Haut. Das ist dieses hier, das wird eher weiter wandern, weil ich habe bislang, was so Naturkosmetik in Pflege angeht, also Altera, Alverde, ne, auf meinem Gesicht nicht die beste Erfahrung gemacht. Da hat meine Haut ein bisschen drauf reagiert. Ich weiß nicht, meistens hast du hier nämlich auch einen recht hohen Anteil an Alkohol mit dabei und Parfümstoffe. Und ich habe halt eine sehr sensible, trockene Haut. Wobei mittlerweile geht die fast schon eher Richtung Mischhaut jetzt im Sommer, ne? Weil die Stirn doch nachölt. Das ist crazy. Wird auf jeden Fall dann weiter wandern, was jetzt ja nicht schlimm ist, ne? Aber cool. Dann habe ich hier noch mehr drin. Drei Produkte. Einmal ein Bodyspray von Isana Aloe Vera. 24 Stunden intensive Feuchtigkeit mit reinem Aloe Vera Saft für Körper und Gesicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das auch umfunktionieren könnte über Make-up. Hier, das Isana Bodyspray mit Aloe Vera pflegt die Haut und erfrischt durch die leichte Spraytextur. Perfekt für warme Sommertage. Die Formulierung mit 90% Aloe Vera und einem Dreifach-Hydrokomplex aus Hyaluronsäure, Glycerin und Panthenol. Hört sich super an. Spendet der Haut 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Zudem bietet die schwerelose Formulierung die ideale Abkühlung für zwischendurch, ohne einen unangenehmen Film zu hinterlassen. Mit angenehm frischem Duft für ein pflegendes, belebendes Pflegeerlebnis. Aha. 15 cm. Augenkontakt vermeiden. Das ist warm. Wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Oh. Okay, es springt schon sehr raus. Das heißt, du kannst es nicht drauf sprühen und drauf lassen. Das heißt, du musst es schon verreiben. Ja, dadurch, dass es halt was Nasses ist, ist es halt ein direkt kühlender Effekt, weil das verdunstet dann ja auf der Haut, ne? Muss man gleich gucken, wie klebrig sich das dann anfühlt. Ja, was soll's, Leute, ne? So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Bein! Frisch rasiert, dann kann ich das auch in die Kamera halten, ne? Und ja, ich habe Weihnachtssocken an. Ich liebe sowas, ne? Einfach so diese kontrastreiche Geschichte. Ha, großartig. Aber das tut tatsächlich ganz gut. Und wenn das auch noch Pflege für zwischendurch mitspendet, warum nicht? Ich würde mir das jetzt nicht über Make-up auftragen, bin ich ehrlich. Also jetzt so ins Gesicht sprühen würde ich das definitiv nicht, weil dafür ist dieser Sprüher zu anspringend und zu schaumig. Also ich glaube, wenn ich das jetzt ins Gesicht machen würde, dann könnte ich mich danach neu schminken. Das wollen wir nicht. Das ist an einem Drehtag nicht ganz so gut geeignet, aber es tut gut. Ich lasse es mal hier oben stehen. Kann ich mir das mal ab und an gönnen. Dann habe ich hier noch einen Stift drin. Kajal Eyeliner in der Farbe Khaki 15 von Altera mit Bio-Shea-Butter und Bio-Jojoba-Öl. Solide, ne? Ist halt so ein Holzstift zum Anspitzen. Ja, ist jetzt... Ja, muss man halt einmal anspitzen, weil irgendwie sind da so Pünktchen drumherum. Ich weiß nicht, ob das so muss. Ist halt bei Naturkosmetik immer so eine Sache, ne? Ist das okay? Ist das nicht okay? Ist das einfach nur eine Reaktion auf die Hitze? Weil das Paket war ja auch zu warmen Temperaturen unterwegs, ne? Also ich würde den definitiv vorher einfach mal anspitzen und dann verwenden. Ist halt so ein ganz dunkles Grün. Muss ich mal gucken. Dann habe ich ja als letztes Great Lashes Regenerous Mascara von Bell Hypoallergenic. Mit Hanfsamenöl, Panthenol, Reiswachs und Castor Oil ist Rizinusöl. Das ist dann halt auch eine ganz gute Sache, dass du das Wimpernabbrechen dadurch verhinderst. Weil durch diese Öle und Wachse und so pflegt es halt das Wimpernhaar, weil das sind ja auch Haare. Und dann kann das ganz gut sein, dass es auch positiv wirkt. Es ist echt sauwarm hier oben, Leute.
aber wir schaffen es. Ja, und deswegen ist es bei mir halt eher so, dass ich denke, naja, dann wird es aber wahrscheinlich bei mir nicht so dieses Wawawum-Ergebnis geben, ne? Aber es wird dann wahrscheinlich einfach eine pflegende Mascara sein, für den Alltag ganz gut geeignet. Da bin ich gespannt, ob das smatschen wird. So, das ist mal eine derbe Box gewesen. Da war gut was drin, tolle Produkte, vieles, was ich einfach auch sehr gut gebrauchen kann und verwenden werde. Also Nicole, vielen, vielen Dank. Richtig geil. Meine Hände sind jetzt wirklich ein bisschen klebrig durch die Aloe Vera-Geschichte. Ja, auch die Haut dementsprechend, aber das ist halt Aloe Vera, das ist normal, ne? Ihr Lieben, das wäre jetzt einmal der Inhalt der Schön für mich Box gewesen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Boxeninhalt so fandet. Ich schreibe euch auch in die Infobox rein, wann das nächste Mal diese Auslosungsgeschichte ist, dass man quasi so eine Box sich holen könnte, wenn man an diesem Gewinnspiel gewinnen sollte. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!